die es verdient haben, kannst du so viele killen, wie du willst. Aber sobald deine Axt einen Unschuldigen auch nur berührt, mache ich Schluss. Und zwar ganz. Ich schneide uns die Pulsadern mit einer Rasierklinge durch. Dieser Flüchtige, den wir damals auf Hera schnappen wollten. Weißt du noch? Raus aus meinem Kopf! Ich nehme das als Ja. Nice. Moin moin und willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 2. Wir haben das letzte Kompassstück geholt und gesehen, wie Scarlett dann Herbert gekillt hat. Oder, naja, wir haben ihm das Geschenk gegeben, es war eine Bombe. Was sie uns vorher wie nicht sagen wollte, die blöde Kuh. Ups. Und ich will jetzt erstmal noch die optionalen Quests machen, die wir gerade noch haben. Das sind einmal die Autoteile für Scooter. Und die Quest, die ich beim letzten Mal einfach verpennt habe, zu Ende zu machen. Nämlich die mit Sensorbot. Ups. Da war's nicht. Da ist aber der Gegner. Vertrocken. Ich glaube auch, dass ich jetzt erstmal einfach hier ein bisschen durchrennen werde, weil ich... Na, scheiße. Immer diese verschlossenen Türen. Eine vage Plage. Vage. Eine vage Plage. Nicht wahr, nein, nur vage. Ups. Du hast den falschen Hund geweckt. Ich hänge halt irgendwie so ein bisschen fest. Ja? Ah. Ich komme gerade kurz, dass ich nicht springe. Ich hab's doch letztes Mal schon gesagt, nehmt die Socken aus dem Mund, wenn ihr mit mir sprecht. Ich verstehe so wenig. Okay, Scooters Autoteile, wo sind denn die? Alle Körperöffnungen! Spritz mich mit deinem Blut! Irgendwo hier ist das erste Teil. Ich überlebe! Ach komm. So einfach ist das. Da oben. Wie komme ich da hoch? Okay, war's das? Dankeschön. Dann würde ich jetzt gerne ewig hier mal hochkommen, oder auch nicht? Wie komme ich denn da oben hin? Gibt's hier vielleicht irgendwo eine Treppe? Ah ja, das sieht aus wie eine Treppe. Das sieht doch aus wie eine Treppe, die man benutzen kann. Sieht aber nicht so aus, als wäre ich richtig. Naja, geht so. Verdammt. Herrgott, hörst du jetzt mal auf mich zu schießen? Nervensäge. Immer diese Gegner, die nur auf einen schießen wollen, anstatt einfach mal zu sterben. Bitte. Ich freue mich schon drauf. Komm her zu mir, na gut. Mein Zorn mag nicht. Ihr dürft jetzt mal leben, weil ich zu faul bin, euch alle umzubringen. Auch wenn es da gerade ganz schön rot auf der Karte ist. Zeig dir Fleisch in einer Handvoll Stacheln. Ups. Ach, leck mich doch. Komm her. Danke. Lass mich deine Schreie hören. Jeder ein Löwenbändiger sein. So. Problem gelöst. Auf die altmodische Art. Jetzt müssen wir... Wo genau nochmal hin?
Mist. Hier unten muss ich... Ja genau, klar, ich muss ja wieder hinten über den gesamten Schrottplatz drüber. Der kriegt ein paar Schüsse in den Arsch. Ob es ihm gefällt oder nicht, nehme ich die Muni aus. Und ich hänge wieder an der Kante fest. Hm. Da habe ich nicht so gut getroffen. Ach, da hinten sind noch Teile. Könnt ihr mal aufhören, alles zum Wackeln zu bringen? Scheiß Spider-Hands. Die Viecher nerven tatsächlich. Ja komm, versucht doch mal mich hier über den Abgrund zu verfolgen. Seht ihr? Könnt ihr nämlich nicht. War es das jetzt langsam mit euch? Offensichtlich nicht. Ach, ganz ehrlich. Niemals aufhören zu killen! Niemals! So. Sah gut aus. So, nur noch eins und das ist, glaube ich, ganz oben am Schrottplatz. Immer so weit laufen muss. Halt jemanden fest! Was war los hier? Das tut echt. Was hab ich dir gesagt? Nice. Jacobs Rockstoß. Könnte sogar ziemlich nützlich sein für die Knarre hier. Asche zu Asche! Sand zu Sand! Wie sind denn nochmal, bring ich die alle um und renne die einfach nur durch? Okay. Ich war gerade kurz tot und hab's nicht mehr mitbekommen. So, wir sind da. Zumindest fast. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Spider-Hands werden jetzt ignoriert. Irgendwo hier ist das Motorteil. Da ist es ja. Meins. Gut, die musste ich, glaube ich, auch bei Scarlet auf dem Schiff abgeben. Das passt ja, da uns die Hauptquest sowieso wieder dahin führt. Genau, Wormwater, dann muss ich das jetzt noch machen. So. Spring ich einfach hier hinten wieder vom Schiff runter, dann passt das schon. Ach, das Geschütz ist wieder da. Na gut, da gibt's Sinn. Stippgeschütz. Davon Spider-Hands und Anchorman runter. Und ich scheiß drauf. Und geh mal kurz über Bord. So. Das hätten wir auch beim letzten Mal nicht machen können, dass wir dann eher außen gegangen wären, um zur Herber zu kommen, aber. Nö. Hab ich verpennt. Jetzt muss das nur einmal zurückkommen. Meine Muni. Ich habe auch wieder ein bisschen was für bekommen.
auch. Wunderbar. Aber die brauche ich jetzt viel eher. Dummi dummi dumm. Es wäre nur minimal schneller gewesen, wenn ich, ja. Ich weiß, beim letzten Mal schon, noch abgeschlossen hätte. Oh, da ist ja wieder eine Kiste voll. Ja, scheiß drauf. Die nehme ich jetzt nicht mit. Einfach so. Ich muss den ganzen Kram, den ich momentan im Inventar habe, sowieso mal wieder verkaufen. Und, ups. Blöd ist, jetzt muss ich diesen einen Raum, glaube ich, wieder machen, wo die ganzen Loader drin waren. Also die ganzen Explore-Loader nachgespawnt sind. Hör auf zu schreien! Rennen wir einfach mal durch. Sieht doch soweit ganz gut aus. Nee, irgendwas verfolgt uns da schon. Oh, oder doch nicht? Ja, oder ist es denn offen? Nee, ist offen, sehr gut. Da muss ich hier nicht nochmal alles platt machen. Dann werdet ihr jetzt einfach ignoriert. Ihr könnt mein Schild eh nicht kaputt machen. Dafür seid ihr viel zu schwach. Scheiße. Gut. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob euch das freuen oder das freuen sollte oder nicht, aber dann bringe ich euch halt um. Blut auf dem Staub. Komm hier. Speedrun. Schneller! Warum spiele ich nicht das ganze Spiel so? Ich bräuchte nur ein bisschen mehr Muni. Ah, genau, da wird das Problem liegen. Er ist da. Ja. Fertig. So. Mal nachladen. Die Methode gefällt mir. So sollte ich öfters arbeiten. Das spart so viel Zeit. So, hier waren jetzt noch irgendwo diese ganzen komischen Bauernhäfte. Wo sind die? Hey, die habe ich schon eingesammelt. Achso, klar, die sind respawned. Ach, da waren die. Jetzt müssen wir den ganzen Scheißweg natürlich wieder zurücklatschen. Hier gibt es Munitionsautomaten. Den nutze ich doch mal kurz. So. Jetzt sind wir wieder gewappnet, bis wir zurück beim Sensorbot sind. Ups. Ups. Ist haben wir das? Ach, guck mal, hier unten könnte man eine Tür aufmachen. Naja. Geht auch nicht unbedingt schneller.
gleich zurück. Dann haben wir auch nur den ganzen Part für zwei Quests gebraucht. Ah, wobei ich freue mich aufs nächste Gebiet, weil ich weiß nicht, ob die immer da sind, aber ich hoffe, dass sie da sind. Da gibt es zwei ziemlich coole Gegner, die auch wieder eine schöne Anspielung sind. Dieser Schmutz ist widerlich. Ich werde den genauen mathematischen Grad seiner Widerlichkeit feststellen. Nach weiteren Studien. Ja. Echo Software Piraterie unterminiert das moralische Fundament der Gesellschaft. Einige Sir-Pirates besitzen auch Kopien des letzten Echo-Simulationsprogramms. Töte sie und stelle das gewählte Material sicher. Floppy Disks. Kennt die überhaupt noch jemand? Floppy Disks? Alter. In Wormwater. Gibt's noch einen Menschen, der Floppy Disks zu Hause liegen hat? Davon abgesehen, dass man, glaube ich, überhaupt kein Laufwerk mehr dafür kriegt. Nach Sanctuary gedigestructed ist. Aber ich bezahle dich mal im Voraus, weil ich einfach so bin, wie ich bin. Oh, nichts zu danken. Okay. Herbert. Zeit, den Kompass zusammenzusetzen und rauszufinden, wo Captain Blade seinen Schatz versteckt hat. Hier, das ist mein Teil des Kompass. Nimm! Und jetzt kombiniere es mit den anderen drei gesammelten Kompassteilen auf dem Tisch da. Es muss auf dem Tisch sein. Woanders geht's nicht. Na also, der Kompass des Sandes. Bitte, nimm ihn dir. Und jetzt haben wir einen Schatz zu finden. Bring den Kompass zum Magnus-Leuchtturm. Ja, doch, wir haben noch eine optionale Quest hier. Ja, super. Ich bin Natalie und ich liebe superschnelle Männer. Fahr mit einem Skiff ganz schnell im Kreis. Ich finde das sexuell anziehend. Da gab es auch einen Spruch von Scooter am Catch a Ride, ne, wenn man sich dann ein Fahrzeug holen will. Alle Ladies sagen, bei Scooter geht's am schnellsten. Habe ich mich gerade selbst gedisst? So. Er baute den Magnus-Leuchtturm wenige Jahre vor seinem Tod. Seine Notizen besagen, wenn man den Kompass auf den Leuchtturm bringt, zeigt er einem, wo der Schatz liegt. Andererseits stand in Blades Notizen auch, dass der Planet von vernunftbegabten Bratwürstchen regiert wird. Er war nicht mehr ganz dicht am Schluss. Na, wobei, wenn du Politiker als vernunftbegabte Bratwürstchen bezeichnest? Ach, Moment, lass das vernunftbegabt weg. Ja gut, mach ich eben doch erst die Mission hier. Schnell nenne ich das übrigens nicht gerade, was die Dinger hier, ne? Das eigentlich miese ist nur, dass man die Wegpunkte so schlecht erkennen kann. Also ich finde, man kann nicht unbedingt so gut erkennen, wo die jetzt sitzen auf der Karte. Im Multiplayer ist es ganz praktisch. Da nimmt man sich einfach einen zweiten Typen, der im Geschütz sitzt und der hat die ganze Zeit die Karte offen und guckt nach, wo man lang muss. Könnt ihr aufhören, auf mich zu schießen? Ich versuche gerade ein Rennen gegen mich selbst zu fahren. Ja, gegen die Zeit quasi. Ach, da hinten. Ich fliege! Muss ich hier durch? Scheinbar. Hier war ich noch gar nicht. Ich hab die Karte noch nicht aufgedeckt. Wahrscheinlich geht's hier zum... Nee, Moment. Doch, ich glaube hier geht's zum... zum Leuchtturm. Ah! Arschloch. Steht ja mehr auf dem Weg. Hallo, Hyperion-Karawane. Tschüss, Hyperion-Karawane.
Und meins. Du bist so irre schnell gefahren. Komm wieder her, damit ich dir sagen kann, wie toll du bist. Ja. Yeah. Okay. Wo fand ich sie? Moment. Das machen wir kurz anders. Nein, ich will da runter. Ich kann hier nicht absteigen. Wo ist denn die Floppy Disk Mission? Die ist ja irgendwo hier. Ja, die ist da hinten. Oder ist die da, wo wir gerade waren? Könnte auch sein. Ist auch egal. Ich denke, wir machen jetzt hier vor Ort erstmal Schluss und machen dann beim nächsten Mal erst die Floppy Disk Mission. Okay. Klingt nach Plan. Ich drifte jetzt hier so langsam vor mich hin. In den Abgrund. Am besten. Bis dahin. Ciao.